Ich möchte heute vielen Leuten Danke sagen und einen kleinen Kanal-Update machen. Dazu fahre ich an die Hedwigsquelle, die hier auf diesem Radweg liegt. Es wird gleich ruhiger werden, je weiter ich von der B3 wegkomme. Aber man hört schon ein Plätschern hier von dem Bach, der von der Hedwigsquelle gespeist wird. Das geht jetzt hier richtig steil rauf. Und da muss ich auch die letzten paar hundert Meter schieben. Und gleich bin ich da. Ein Eichhörnchen mit einer Walnuss drin. Herzlichen Dank an euch für die ganzen Geschenke. Und jetzt möchte ich sie im Detail vorstellen. Da ist das Taschenmesserbuch von meinem Freund Felix aus der Schweiz angekommen mit Widmung. Vielen Dank, Felix. Ich habe das schon mehrmals durchgeblättert und angefangen zu lesen. Also da werde ich sicherlich das ein oder andere Projekt in der nahen Zukunft schnitzen. Mein Schwiegervater hat mir den Dualschleifer von Victorinox geschenkt. Von einem Freund in der Ukraine habe ich diesen Kompass bekommen. Ich schalte mal um auf Makro. So, das ist ein Bösche Adin, also 1. Und der hat so eine Prisma-Peilvorrichtung. Ich versuche da mal durchzugucken, ob ich das hinkriege. Wo ist es? Ja, klein bisschen Geduld. So, ich muss ihn auf Augenhöhe halten. Und durch dieses Prisma-Lupen-10-fach-Vergrößerungsglas kann man dann also hier die Gradzahl ablesen und peilen. Dazu hat er noch hier eine Bremse, sodass der Ring festgestellt wird und auch gleichzeitig als Erinnerung dient, wenn man in eine bestimmte Richtung marschieren will. So, dann hat mir ein Freund aus Ungarn, der Geser, unter dem Kanal Mr. Maiku ein paar Geschenke gegeben, wovon ich hier zwei dabei habe. Und das ist ein Steinzeitmesser. Wirklich scharf. Und ein Knochenmesser. Das reicht zum Beispiel, um sein Butterbrot zu schmieren. Dergleichen ist es scharf genug. Interessant. Danke, lieber Geser, Mr. Maiku.
Was nicht gezeigt wird, ist, er hat mir noch sein Fernglas geschenkt. Und das habe ich heute aber auf der Radtour nicht dabei. Und einen Spork in hellgrün. Ich hatte ja schon einen in hellblau und jetzt habe ich noch einen in hellgrün. Meine Eltern haben mir diese Jacke geschenkt. Das ist eine schöne Übergangsjacke. Wasserabweisend ein bisschen, also da hat es eben beim Regen drauf geperlt. Freue ich mich auch sehr dafür. Ja, und meine Frau hat mir auch was geschenkt. Und zwar ist das eine Ocarina in Herzform. Und das ist eine Dreiton-Ocarina. Hier. Vielen Dank auch dafür. Das hat sie mir aus Odessa mitgebracht. Dazu habe ich hier von ihrem Onkel habe ich dieses robuste Hemd wunderbar für die Übergangszeit geschenkt bekommen. Das ist so eine Art ja, Zwei-Lagen-Hemd. Ich freue mich da auch sehr drüber. So. Jetzt will es erneut anfangen zu regnen und ich muss die Kamera einpacken. Ich bedanke mich aber vorher bei allen von euch und möchte noch sagen, dass ich auch sehr froh bin, an der Pädagogischen Hochschule angenommen worden zu sein. Also da wird es auf der anderen Seite ein bisschen weniger Videos in der nächsten Zeit geben, denn die 3-Semester-Hürde, die muss ich unbedingt packen, damit ich dann weiter studieren darf. Vielen Dank für alle, die an mich gedacht haben, auch wegen der Finger. Das ist jetzt ein Jahr her, aber ich muss mich wohl beruflich umorientieren. Und an dieser Stelle eben habe ich gedacht, das passt wunderbar zu diesem Kanal-Update, dass ich das mit einfüge. Ich versuche euch nach wie vor mit allen Kräften zu unterstützen, wo ich kann. Ich schaue gerne eure Videos an. Vielen Dank. Und ich verbleibe nun mal, wie immer, LG, Absatz, Benjamin, Smile.